Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins OnLife. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Robby Dubasita, der ja für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos steht. Heute soll es wieder um einen Rückblick geben, weil mein Projekt ist ja ins OnLife zu kommen. Und jetzt bin ich noch im Offlife und gleich, wenn Sie mich sehen, bin ich im Onlife. Es gibt heute mein YouTube-Problem und mein YouTube-Programm und das Programm ist auch gleichzeitig mein Problem, meine Herausforderung. Also gestern, ich gebe jetzt einen kurzen Rückblick auf das, was gestern war und was heute noch anliegt. Also gestern habe ich die 1300 Videos in diesem Jahr vorgemacht. Ich habe im März angefangen und bis jetzt 1300 Videos hochgeladen. Natürlich sind das meistens Müllvideos, das sind Experimentiervideos, das sind meine Lernvideos, das ist natürlich keine Qualität. Ich hoffe aber, dass die Qualität noch kommen wird und habe so den Eindruck, dass punktuell schon mal die Qualität besser wird. Aber nicht in der Breite, aber das kommt vielleicht auch noch. Ja, ich mache diesen Kanal hier, ich dokumentiere das, weil die ältere Generation ja im Internet unterrepräsentiert ist. Habe ich gestern nochmal gelesen. Die ARD und ZDF, die bringen jetzt einmal so einen Studienbericht, einen Report über die neuen Medien und da war auch, dass die Älteren ab 12,4%, also die machen 20% der Bevölkerung aus, aber im Internet sind sie nur zu 12,4% vertreten. Wenn jetzt die anderen Generationen deutlich besser und höhere Anteile haben, was vielleicht auch daran liegt, dass Leute wie ich natürlich als Babyboomer mit den traditionellen Medien aufgewachsen sind, mit dem TV vor allen Dingen, und dass wir TV fixiert sind und dass wir fixiert sind darauf, dass andere Leute uns etwas vorsetzen und für uns ein Programm machen und wir nicht selber das Programm machen und das trauen wir uns nicht zu und obwohl wir daran auch Interesse haben. Also es gibt ja bei den YouTubern, sagen wir mal so 90%, die schauen sich nur an, das sind nur Leute, die klicken, die anklicken und schauen. Ich nenne das mal die Glotzer-Fraktion, die glotzen nur. Dann gibt es 9% der Leute, die reagieren, die schauen aber so still im Hintergrund, aber die geben schon mal so ein Piep von sich. Das sind also YouTuber, die schon mal den Button hoch und runter drücken oder die auch schon mal einen Kommentar schreiben. Das sind die schon die Hürde der Anmeldung gemeistert haben. Man muss sich ja anmelden, um an YouTube teilzunehmen. Ohne Anmeldung geht das nicht. Und ja, ich bin da auch nicht anders. Also ich habe ein paar Jahre also bei den 90% mich aufgehalten. Und dann bin ich in die nächste Fraktion gekommen, ein paar Jahre, auch wieder ein paar Jahre. Und dann habe ich mich ein paar Jahre getraut, so mal 1 bis 5 Videos im Jahr hochzuladen. Und jetzt seit März bin ich richtig drin, bin ich bei den YouTube Creators. Und während ich früher so immer dachte, ja, was sollst du denn da machen? Was kann man denn da in deinem Alltag videomäßig aufnehmen? Das ist doch total langweilig, das interessiert doch keinen. Ich denke, man muss sich davon verabschieden, jetzt von seinen Fernsehgewohnheiten und von den Fernsehnormen. Von den Normen, dass man eigentlich immer tolle Videos macht und dass da tolle Kandidaten sind und dass man selber auch toll ist und großartig und blendend aussieht und immer genau weiß, was man zu sagen hat und immer einen Joke auf den Lippen hat und immer mit geselliger Fröhlichkeit durch das Leben schreitet. Ich meine, Sie wissen, dass
Die Realität sieht anders aus. Die Realität ist durch Routinen geprägt. Und diese Routinen, diesen Alltag jetzt zu dokumentieren, aufzunehmen, das ist die Herausforderung. Und ja, und ich sag mal, man kann auch nicht, wenn sie 10 essen Videos machen, 10-mal ihr Essen, dann sind das 10 verschiedene Videos. Weil jedes Mal ist der Blickwinkel anders, die Länge anders. Und irgendwann geht ihnen das selber auf den Nerv. Und dann versuchen sie zu variieren, zu experimentieren. Und dann wird der Kreator geboren, sage ich mal. Ja, also 1300. Und heute sollen auch wieder ein paar kommen. Heute habe ich, gestern habe ich so 70, ich glaube 70, 74 oder 74 Minuten. Oder so 83 Minuten von der Zeit. Und heute ja habe ich ein Spielchen mit Sudoku hochgeladen. Das sind 50 Minuten, dann kommt noch ein erstes, vielleicht gleich noch eins. Dann komme ich so auf 60, 70. Ziel ist ja, dass ich zwischen 60 und 90 liege. Und ja, und da liege ich eigentlich gut drauf. Das zweite war, dass ich ja bisher mich mit den Filtern beschäftigt habe. Und vielleicht auch heute werden sie wieder in den Genuss kommen von verschiedenen Farbfiltern, von Schwenkungen der Kamera und wieder, weil es dauert einfach eine Weile, bis ich das kapiert habe, bis ich verstehe, wie die funktionieren, bis ich verstehe, wie man die anwendet und in welcher Situation man die gut anwenden kann und welcher nicht und so. Also das dauert noch. Also da werden Sie noch einige Videos sehen. Ja, so viel mal von mir. Wir haben jetzt 20 Jahre und heute ist der 5. Freitag, meine Stimme ist. Und ja, mein Problem ist immer noch der Abfluss, aber Bewegung habe ich keine gemacht, Einkauf auch und ja, okay, tschüss Leute, das war's.